Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge von YouTubers Live mit der Tanzenden. Ich habe ihren Namen vergessen. Rachel. So, es ist Montag und es ist ein wenig alle Zeit versetzt, aber wir wollen jetzt reinhauen. So, wann müssen wir denn bezahlen? $500 müssen wir bezahlen, wahrscheinlich am Anfang des Monats. Es ist jetzt 6. Dezember, das heißt, wir haben mehr als genug Zeit. Wir werden jetzt ein Gemeinschaftsprojekt mit der Rachel zusammen aufnehmen. Wir haben allerdings kein Spiel. Also wir gehen erstmal einkaufen. Wir gehen einkaufen. Ich kaufe jetzt gleich auch ein neues Handy, verdammte Scheiße. So. Was haben wir denn hier? Es ist September. 7. September. Die ist gelangweilt. Was kommt denn hier gut an? Oh. Der sieht gut aus. Moment. 1. August. 1. August, das ist noch ein bisschen hin. Was haben wir denn noch hier für PC? Nee, nicht alles löschen. Hallo. Oh. 22. August. August, September. Ach, es ist doch September. Also August war doch schon, Mensch. So, ich will mal ganz kurz hier. Wir gehen auf jeden Fall hin. Wir holen uns aber das. Dazu werde ich was machen. Und ich möchte aber was auch für den PC haben. Und holen wir uns Russian Vigilante. Klingt nach einem tollen Spiel. So, und dann gehen wir noch mal ganz kurz hin. Die SeaWorld. Und wir holen, ich würde ja gerne den neuen PC holen. Machen wir noch. Hier sind wir falsch. Nicht PC World. Sondern all das hier Ding hier. Geht im Ernst, ist unser Teil kaputt. Reparieren. So. Rachel. Du sollst währenddessen hingehen, gehst einen Kurs belegen. Und zwar machst du einen Kurs für Videozeichnung für Anfänger. Gut, dann hat es mit mir auch was zu tun. Dann machen wir hier für eben ein Unboxing. So, zack, hier eine Omni-Ausgabe. Müssen wir natürlich machen, ne? Wir machen jetzt ein schönes Unboxing davon. Ich scheine nicht sehr begeistert zu sein. So, dazu möchte ich mein Unboxing machen und danach werden wir mit ihr zusammen dieses Spiel hier aufnehmen. Und dann haben wir nämlich auch ein Duel gemacht. So, wegen der Begrüßung. Hier sagen wir so ein Ding. So einen langen Kommentar, da kriegen wir dann extra Punkte? Nee, ne? Deswegen machen wir nur einen sarkastischen Kommentar. Und ihr habt geschrieben, wenn ich die Zeit ablaufen lasse, dann behalte ich weiterhin meine Punkte. Ist natürlich eine gute Idee. Das Spiel hängt sie auf, das heißt, wir werden ein wütenden Schrei raus, oder? Eine Beiläufe. Wir hauen eine Beiläufe für Kritik raus. Zack. Und einen sinnlosen Kommentar. Zack. Passt alles gut hin. Eine Naturkatastrophe hat alles zerstört. Das würde natürlich Doppelpunkte geben, aber wir haben ja nichts. Eine Naturkatastrophe hat alles zerstört. Da müssen wir natürlich eigentlich sowas hier raushauen. Hä? Lass jetzt einmal die Zeit ablaufen. Können wir die Zeit ablaufen lassen? Können wir die Zeit ablaufen lassen? Tun wir. Gut. Hier warten wir einfach. Weil ich möchte schon irgendwie ein Ende haben. Warum geht das denn immer mehr? Das finde ich ein bisschen kacke, dass so viel dazu kommt. Ach, dann geht das sogar ohne Karte. Gar nicht. Ja, jetzt schon wieder warten, ist auch kacke. Ja, dann hauen wir jetzt einen wütenden Schrei raus. Ich nehme sonst keine neuen Karten. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Ein Ratschlag. Ja, jetzt können wir nur noch einen lustigen Kommentar raushauen. Es gibt sogar Punkteabzüge. Das ist eine schlechte Entscheidung. Gefällt und dein ganzes Geld geht verloren. Okay. An demselben Computer wie mein Mitarbeiter zu arbeiten, war nicht die beste Idee. Ich entschied mich dafür, dass es Zeit war, meinem Mitarbeiter einen eigenen Computer zu besorgen. Damit wir beide Videos zur selben Zeit machen konnten. Das ist eine sehr gute Idee. Machen wir jetzt auch gleich direkt. Zack, da, dahin. Oh, das wird ein gutes Video. Das wird ein gutes Video, Leute. Das wird ein richtig gutes Video. Ich glaube noch lieber das hier dahin. Und darauf verzichten wir komplett. Ne, wir verzichten hierauf eigentlich. Weil das gibt gute Schnittpunkte. Das gibt sogar sehr gute Schnittpunkte. Die 39. Bleibt gleich. Können wir noch woanders hinhauen. Mach keinen Unterschied. Zack. Ich sage, ab damit zum Rendern. Interesse ist sehr hoch. Ist natürlich ein Unboxing.
Zack, laden wir hoch. Ich möchte dir sagen, dass ich mich in deinem Smartphone gehackt habe, um deine persönlichen Bilder zu stehlen. Wenn du mir keine 20 Dollar zahlst, veröffentliche ich diese Bilder im Internet. Das ist nicht persönlich, ist nur mein Job. Auf keinen Fall. Was hätte er das gedacht? Bilder sind... Bilder von dir in PJs... PJ, was? Wer hätte das gesagt? Bilder von dir in PJs sind ein großer Erfolg. Ja, warum nicht? Ne? Mehr Abonnenten? Mehr Experience bekommen? So, wir quatschen mal mit ihr. Oh. Ah. Und dann gehen wir schlafen, dann holen wir was Futter an. Und machen unser neues Handy. Mit deinem neuen Story, das kennen wir ja genau, können wir folgen und so weiter. Besuch das soziale Netzwerk in deinem Handy. So. Ja, ich weiß. Jetzt können wir nämlich hier auch, hey Kleiner, ich bin der Straßenverkäufer, ich verkaufe Videospiele, ich habe ein Angebot. Bin mir sicher, dass du nicht widerstehen kannst. Ein gutes Spiel. Okay, fragst du dich, ob es ein Geschäft oder eine Abzocke war? Was für ein Spiel habe ich da jetzt nur bekommen? Steht ja gar nicht. 500 Dollar müssen wir zahlen. Ja, komm. Großartig. Ein Computer ist fertig zum Aufnehmen. Es ist nicht der neueste, aber man kann ihn noch aufrüsten. Danach musst du bei der Videokonfiguration nur noch den Arbeitsplatz auswählen. Gut, das heißt Rachel. Jetzt futtern. Neues Ziel verfügbar. Seht ihr nicht. Wir werden sehen, hey, warte mal, zweimal beenden, ein Gemeinschaftsprojekt reden, kurz ansehen, ich habe keine Ahnung. So, jetzt stopp, hier, so, essen. Also, wir futtern hier eine fette Pizza. Und dann nehmen wir mit ihr ein Gemeinschaftsprojekt auf. Weil dafür bezahlen wir sie ja auch, ne? So, zack, das ist Indian Bazooka, das ist für die PlayStation, da, die haben wir leider nicht. Dann machen wir jetzt was wie im Spiel. Weißt du, wozu habe ich das eigentlich gekauft? Zack. Wenn es jetzt schon nicht mehr gut ankommt. Verdammte Kacke. Jedes Mal dasselbe. So, ein Duel. Video starten. Zack. Arbeitsplatz 1. So, da haben wir runter Punkte Full HD-Auflösung. Zack. Popschutz. Hier, Stereo-Ausgabe. Fortsetzen. Ein Duel mit Rachel. Muss ich die eine noch bewerben? So, wir zocken. Du startest die Aufnahme. Zack, wegen der Begrüßung. Dann haben wir raus. Achso, wenn wir zu zweit sind, können wir das? Das sieht komisch aus. Interaktiver Ladebildschirm. Machen wir mal ein bisschen Quatsch und zwar einen sarkastischen Kommentar. Das scheint Spaß zu machen, mit ihr zu zocken. Obwohl es Arbeit ist in dem Sinne, ne? So, Ladebildschirm mit Hinweis. Dann haben wir raus. Ich würde gerne einen langen Kommentar machen, aber ich würde sagen, oder? Ladebildschirm mit Hinweis. Dann machen wir einen ernsten Kommentar. So, das war halbwegs passend. Du hast ein Easter Egg gefunden. Dann machen wir einen singenden Kommentar. Wir freuen uns über das Easter Egg. Was haben wir hier? Zusammenfassung des Spiels. Dann machen wir einen langen Kommentar. Du hast ein Achievement bekommen. Boah, da freuen wir uns. Aber wir haben nichts dafür. Ein gestohlenes Video will ich jetzt eigentlich auch nicht raushauen. Wir warten, bis die Zeit abläuft. Dann müssen wir sowieso, wenn wir jetzt komplett alles schaffen, weil das sieht gut aus, dass wir alles schaffen. Ich finde, das könnte man vielleicht überspringen noch, dass man hier überspringen klicken kann und sagen, man will gar keine Karte oder man will gar keine Szene davon haben. Wir haben sowieso mehr, deswegen können wir die ja sowieso nicht benutzen. Dann haben wir einmal das hier, was wir nicht benutzen können. Zack. Ausschnitt. Ja, machen wir einen wütenden Schrei. Was haben wir hier? Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Eine fröhliche Äußerung. Und als letztes haben wir raus. Handlungswechsel, eine winkende Verabschiedung. Ich habe keine Ahnung, was mit Handlungswechsel gemeint ist. So, zack, Video raus. Wir haben richtig... das hat 300 Dollar gebracht, du. So, jetzt schneiden wir das Ganze. Zieh mal alles hier rein, das nicht. So, was können wir denn... Das Ding können wir besser gebrauchen. Wir packen jetzt erstmal hier, fangen wir an. Du.
So, das können wir alles erstmal so lassen. So, hier haben wir unten, hier haben wir auch unten. Ja, hiervon haben wir zu viel. Das ist die ganze Zeit. Das ist alles so blöd. Dann lassen wir das Ding raus und nehmen stattdessen das hier dafür rein. So. Dieses Video lässt sich total beschissen schneiden. Wir müssen noch das Ende reinpacken. Ich sage, nehmen wir diese Szene raus. Wenn wir das Ding ans Ende packen. Und diese Szene einfach entfernen. Ja. Und dann nehmen wir hier das Ende hin. Zack. Zip, zip, zip. Hochladen. Oh, das Interesse ist sehr hoch, extrem hoch. Das ist schon mal cool. Laden wir hoch das Ding. Es geht das Gerücht darum, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Ich denke, es ist besser, was zu ignorieren. Wir verweigern das Ganze. Deine Abonnenten schätzen deine Ehrlichkeit über alles und reden über dich ohne Pause. Du hast neue Abonnenten auf deinem Kanal. Das ist gut. Wir haben fast 300.000 Abonnenten. Wo ist Rachel? Hallo? Rachel. Ah, die sitzt hier oben am PC. Okay. So, Rachel. Du kriegst was zu tun. Du nimmst ein Video auf. Und zwar zu dem Spiel, das wäre schön, wenn du das machen könntest. Das geht aber nicht. Mit diesem Game machst du ein Gameplay. Zack. Machst du viel Spaß damit. Am Arbeitsplatz 2 machst du das Ganze. Du machst das Ganze automatisch. Niedrige Auflösung. Kein Filter. Mono-Ausgabe. Zack. Fortsetzen. Machen. So. Wieder zurück zu uns. Bitte die Kamera wechseln auf diese Richtung hier. Hier hinten hin. So. Können wir unseren Kurs fortsetzen. Videoaufzeichnung für Profis. Wir können aber auch gleichzeitig hingehen und mal eben kurz schlafen gehen. Zack. Level up. Wir haben neue Karten. Wir haben neue Maximal Glühlampen erhöht. So Karten. Was war die hiermit nochmal? Genau. Yeah! Das ist deine Kartensammlung. Wenn du neue Karten erhältst, kannst du sie in deinem Deck hinzufügen, damit du sie bei Aufnahmen von Videos verwenden kannst. Musst du sie einfach nur aktivieren oder deaktivieren. Du kannst zwischen 12 und 24 Karten auswählen. So. Verfügbare Karten will ich haben. Du kannst diese Karte nie aktivieren. Du hast die minimale Anzahl an Karten für diese Kategorie gewählt. Okay, also intromäßig. Was können wir hier machen? Ich würde sagen, ich hätte auch gerne nicht nur eine winkende Begrüßung, sondern auch mal sie die unterhalten. Ja, Molly, können wir machen. Formelle Begrüßung. Intro mit Effekten machen wir rein. Eine lustige Begrüßung und eine coole Begrüßung nehmen wir nochmal rein. Wobei, stopp, wir brauchen nochmal ein anderes. Ich finde das Musikintro eigentlich besser. Intro mit Logo ist natürlich. Oh, was gut ist. Dann nehmen wir stattdessen winkende Begrüßung raus. So. Nehmen wir das auch raus. Wir machen noch eine ernste Begrüßung. Irgendwas hier anderes noch. Quatsch. So, Begrüßung mit Nachahmung. So, haben wir das. Kartenübergang. So, was haben wir hier? Auszug eines bekannten Filmes. Es gibt einen Strike. Sarkastischen Kommentar, ernster Kommentar, lustiger Kommentar. Oh, wir haben so viele Sachen. Das ist so teuer. Du kannst diese Karte nicht aktivieren, du hast eine minimale Anzahl an Karten. Dann machen wir hier auch mal einen unlustigen Kommentar, dann machen wir den raus. Und ernsten Kommentar nehmen wir noch mit rein. Und die Neon-Cat aktivieren wir mal. So. Wir kriegen eine Einladung. Okay, das heißt, wir brechen das hier ab, sondern und gehen feiern. Nee, ich hätte vorher was essen sollen. Ich bin eine Fahrtwirtin und verkaufe Kekse. Müssen wir eine Packung kaufen? Na sicher, machen wir. Gut, jetzt haben wir nämlich auch voll gefuttert. Perfekt. So, Video noch hochladen. Das hätte ich fast vergessen. Damit das auch noch hier hochlädt, während wir weg sind. So, dann kann Rachel noch, geht das noch, ein Video machen, während wir unterwegs sind. Scheiße, können wir nicht mehr, schade. Egal. So, hier sind wir einmal feiern. So, wo ist denn hier? Ah, die ist sogar mitgekommen. Die ist sogar mitfeiern. So, wo ist denn jetzt aber? Moment, wer hat uns denn eingeladen?
War das nicht hier? Dingens? ich hab verguckt. Achso, sie hat uns eingeladen auf eine Party. Okay. Entstärken wir ein wenig das Arbeitsverhältnis. Dann lernen wir noch hier ein, zwei Leute kommen und dann gehen wir auch wieder nach Hause. Will ansehen. Die steigert sie auf jeden Fall. Sie ist auch gefolgt. Da, Alexandria. Habe ich verwechselt mit Alexandria. Ich kann nicht mehr Leute einladen. Okay, hier, schade. Willst du immer noch Emo Fashion Dudes? Nein, das habe ich nie gespielt. So, quatsch noch mit dem und dann gehen wir auch wieder nach Hause. Dann sind wir hier zu lange unterwegs. Dann haben wir uns auch noch mit jemandem Neues angefreundet. Dann sollte jeder zufrieden sein. So, ich werde aber jetzt sagen, Leute. Wir sind jetzt einmal am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben. Nein, ich nehme jetzt noch eine Folge auf. Sehen wir uns hoffentlich morgen zum nächsten Video auch wieder. Haut rein. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.